Ja, Snoopy hat schon genau gewusst, was er getan hat. Na, alles klar? Ha! Keine Sorge, ich habe sie schon ganz oft nackt gesehen. Ich wohne in dem Haus hinter ihrem. Ich glaube, meiner Frau wäre das nicht recht. Hey, ich habe einen Freund und Sie sind nicht mein Typ. Kann ich etwas Ruhe haben? Ich versuche, Pennys zu zählen. Dämlicher Flanders. Ach, jetzt habe ich mich verzählt. Ist es die Blechblasinstrumente? Blast, ihr Versagerkröten! Homer, sieh mal, wir sind zu Ottos Hochzeit eingeladen. Oh, da ist LSD drin. Au, 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 au. Messerspielchen sind auf dem Küchentisch verboten. Ich habe deinen kostbaren Tisch ja nicht mal berührt. Wir sind herzlich eingeladen an diesem Samstag bei Otto und Becky in der 742 Evergreen Terrace. Aber das ist doch... Wer hat Eier in unsere Instrumente gestopft? Sein Ergötzen ist Beweis für seine Schuld und Mittäterschaft. Ganz ruhig, keine vorschnellen Urteile. Zu spät, das Urteil ist gefällt. Das Ei gehört nicht ins Hühnerauge, es gehört in sein Pipo-Pupsloch rein. Unsere Adresse. Ich hab Otto gesagt, er kann die Hochzeit hier feiern. Das ist doch wohl okay. Du hättest vorher fragen sollen, Bart. Hochzeiten bedeuten viel Arbeit und kosten Tausende von Dollar. Ach, das wird ein Kinderspiel. Ihr habt doch noch so viele Sachen von Apus Hochzeit übrig. Gut, okay. Feiern wir Ottos Hochzeit hier. Aber Homer, du musst endlich versuchen, diesen Elefanten loszuwerden. Tötet den Jungen! Es ist Ostern, warum arbeiten diese Leute nicht? Großer Gott, all diese komischen Broschüren. Ja, ja, versprühen Sie Ihren Todesatem nicht direkt auf die Hefte. Dankeschön. Wissen Sie, ich habe diese bebilderten Fabeln einstens gesammelt. Gehen wir es nochmal durch. Kerzen, Blumen, Tischkarten, Reis. Ach bitte, Mama, man sollte keinen Reis mehr werfen. Den fressen die Vögel, ihr Magen schwillt an und sie explodieren. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Mein Sohn, deine Mutter und ich sind mit dieser Hochzeit nicht einverstanden. So wie wir mit allem, was du bisher getan hast, nicht einverstanden sind. Ich finde, die Hauptsache ist, ihr seid gekommen. Wir reisen sofort ab. Gute Fahrt. Was liest du da? Die Abenteuer des guten Hirten und seines Begleiters, dem Schäferjungen. Pah! Der Schrei, der die Schafdiebe landauf und landab auf Michigans wilder Halbinsel in Angst versetzt. Du solltest an der frischen Luft sein und Hunde treten. Ich werde diesen Verlag kaufen und ihn bis auf die Grundmauer niederbrennen. Warum haben sie uns eingesperrt? Um meinem Sohn eine Lektion zu erteilen. Bart! Ich war immer nur Brautjungfer, nur gelegentlich mal Braut. Lisa, es wird Zeit, die Wahrheit über Männer zu erfahren. Sie sind Schweine. Die Bitterkeit ist tief in ihr verwurzelt. Ein paar Bemerkungen zu Braut und Bräutigam? Jetzt nicht, Bart. Ich bin hier, um Wasser zu lassen. Sie haben aber ziemlich wenig Druck auf der Blase. Dad! Wie viel kostet die ganze Sammlung? Die Lichtgeschwindigkeit in Dollar ausgedrückt. Zahlen Sie ihm die Faradaysche Konstante. Gratuliere, Bart. Du hast Halloween, Thanksgiving, Weihnachten und Ostern ruiniert. Der klassische Grand Slam. Ehrlich, ich schwör's euch, ich war das nicht. Braut und Bräutigam sollen den Hochzeitskuchen anschneiden. Ach, das ist doch bloß ein dummer Aberglaube. Danke. Oh, mir gefällt nicht, wie dieser Trauermarsch klingt. Gut, ich bezahle die Süßigkeiten. Für die dämliche Band, wie viel macht's? 1700 Dollar? Vergessen Sie die Süßigkeiten. Wir wollen aus dem hier das machen.
Und jetzt macht mich mit einem Sombrero. Oh, Becky, du siehst wirklich blendend aus. Ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert dich diese Brautzeitschrift hier. Darin stehen 900 Tipps für die perfekte Ehe. Alles, was man nicht tun soll. Alles ist in bester Ordnung. Otto hat ein sauberes Strafregister und hängt an keiner Nadel. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist laut Experten gegenseitiges Interesse. Das heißt, bis auf... Verrat's nicht, Otto. Und jetzt, wie ich unter einem Kaktus schlafe. Nein! Rücken Sie Ihren Sohn raus, damit wir ihn der Bandjustiz übergeben können. Ich weiß, mir glaubt keiner. Und ich gebe zu, dass ich jederzeit Lisa, Mom oder Dad belügen würde. Aber ich würde niemals Maggie anlügen. Ich habe das mit den Eiern nicht gemacht. Ich stehe nicht auf Heavy Metal und er ist verrückt danach. Er will sich beim Liebemachen immer Hardrock-Videos ansehen. Solche Entgleisungen lassen sich beheben mit dezentem Nörgeln. Das muss von Anfang an ein dauernder Bestandteil eurer Beziehung werden. So habe ich meinen Homer zu einem perfekten Homer erzogen. Nicht, das ist alles! Und nun kommen wir zunächst mal zu meinem Honorar. Was? Es handelt... Wow! Er hat den Maggie-Test bestanden. Wisst ihr noch, wie Maggie das Keksverbrechen gelöst hat? Ja, nur zu gut. Um die Unschuld meines Bruders zu beweisen... Genau, denn Bart darf nicht von diesen Kindern verurteilt werden, sondern von Geschworenen, die Kinder sind. Hauptsächlich diese Kinder. Es gibt nicht so viele Kinder. Ja, sobald ein Kinderprozess gefordert wird, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet... ...handelt sich hier um meine Nebeneinkünfte. Hä? Ich verlange $300. Zu dem Preis hätte ich einen super Discjockey engagieren können. Du hast Poison zu unserer Hochzeit engagiert? Wir sind Cyanide, aber wir verehren von der Lynchjustiz abzusehen. Wie in den Präzedenzfällen Ähne gegen Menemiste und ich sehe was gegen was du nicht siehst. Wenn ich eines als Angeklagter und Geschworener gelernt habe, dann das. Halte dich bloß vom Gerichtssaal fern. Es ist so verflucht langweilig. Lauf, Junge, ich werde sie ablenken. Häusen. Und wer fährt uns nach Hause? Erwartest du, dass ich zum Altar gehe mit einer Monsterballade? Lass mich mit Otto reden. Das ist nett von dir. Fügen müssen. Tut mir leid, das muss nun wirklich nicht sein. Otto muss sich jetzt irgendwann mal entscheiden, was ihm wichtiger ist. Seine Heavy-Metal-Musik oder du? Die Nummer kann jeder dirigieren. Ach, Becky, was habe ich getan? Es tut mir so leid. So etwa nach einer Viertelstunde würde ich das Hochzeitskleid ausziehen. Denn sonst wirkst du ziemlich blöde. Mo, möchtest du noch ein paar Shrimps mit auf den Weg? Nein, ich nehme nur das Ringkissen und die 7 Geschenke, die ich mitgebracht habe. Obwohl es nicht schaden kann, wirf ein paar Shrimps rein. Vor- und Nachteile. Wir dürfen den Richter auswählen, aber es ist unmöglich, einen zu finden, der dich nicht hasst. Ich kenne jemanden, der ein toller Richter wäre. Könnt ihr glauben, dass ich mal vor dem obersten Gerichtshof aufgetreten bin? Nö. Kein bisschen. Niemals. Ich meine, es ist wahr. Es war im Jahr 1998. Ich bin für die Rechte des Einzelnen. Ich für das Gemeinwohl. Meine Herren, unser System unterstützt beides. Kopf gegen Schwanz, dann passen mehr rein. Wie wär's mit ein bisschen Soße? Becky, du bist bestimmt am Boden zerstört. Aber zum Glück ist es nicht nach der Hochzeit passiert. Ja, lieber jetzt, als wenn du zu alt und fett bist, um noch einen anderen Mann abzukriegen. Ich bin völlig am Ende. Was soll ich denn jetzt machen? Hey, warum bleibst du denn nicht bei uns? Bart, erinnert dich an unser Gespräch, dass du freiwillig auf unser Haus aufpassen wolltest. Und woher wollen Sie das wissen? Generalbundesanwältin Janet Reno? Ganz recht. Und ich hoffe, das ist nicht Ihr Kaugummi. Ist es nicht, aber ich kümmere mich darum.
Mach das nicht immer. Das macht mehr Spaß, als nur Anwältin oder nur General zu sein. Mit der Generalbundesanwältin immer Briefschach. Es fällt mir recht schwer, das zu glauben. Ja, warum sollte man Schach per Post spielen, wenn man Schach im... Erinner dich an unser Gespräch, dass du nicht anderer Leute Hochzeit platzen lassen wirst. Oh. Also abgemacht, die Fremde bleibt bei uns. Yay! Zeit, das Öl zu wechseln, ja, changes. Ich will mich nicht mit Öl besudeln. Man macht unschuldig einen Ölwechsel, doch dann doch fällt plötzlich der 2 Tonnen schwere Wagen werden. Auf ihn hinunter. Yeah, yeah. Irgendwie sind unsere Hochzeitstage nicht besser als der erste in dem Zug geworden. Moment, ihr habt mir meinen Namen nach einem Zug gegeben? Ja, haben wir bei Bart auch gemacht. Jedenfalls werde ich dieses Jahr unseren ersten Hochzeitstag wiederholen. Und am Schluss eine romantische Fahrt in diesem... Es fährt leider niemand mehr damit, trotz der Millionen staatlicher Subventionen. Er wird ersetzt durch etwas, das Geld einbringt und die Leute mehr... Du meine Güte, das kommt alles so plötzlich. Nein, ich will keinen Todeskuss, du schwarze Witwe. Er wollte die Auszeichnung nicht mehr hergeben. Jetzt bin ich überrascht und habe leider keine Ansprache vorbereitet. Aber Abracadabra. Ich liebe Springfield. Vom verhätschelten Baby bis zu, Haustiere? Patriot? Essen kaufen lässt. Medizinisches Marihuana für alle. Ist dir übel, mein Freund? Jedem ist ein bisschen übel. Und was ist dir leiden, mein Sohn? Ich hatte eins, aber ich hab's vergessen. Gedächtnisverlust. Könnte ein Gehirntumor sein. Nehmen Sie das und reisen Sie nach Phantasia. Ich hatte nur 3 gute Ideen. Eure Mutter zu heiraten, ein Hotdog als Strohhalm zu verwenden und diesen romantischen Hochzeitstag auf dem Zug. Idiotismus? Blaumeisen? Dieses Gewäsch verlese ich nicht. Die Ansprache ist zu Ende. Tja, das war ein wunderbarer Abend für uns alle. Das ist keine Auszeichnung. Der gehört zur Bühnendekoration. Nichts, was du sagst, wird diesen Ehrenpreis beeinträchtigen. Jetzt, da ich der älteste Bürger der Stadt bin... Sir, ich brauche diesen Zug. Nehmen Sie ihn mit, er gehört Ihnen. Bist du sicher, dass Mom einen ollen, verrosteten Kinderzug haben will? So wird sie ihn nicht sehen. Ich richte ihn wieder so her, wie er war, als dieses Einkaufszentrum noch jung war. Oh, versuch das. Bleiben Sie von meinen Kindern weg, außer Sie fahren sie zur Schule. Also soll ich morgen nicht babysitten kommen? Doch, der Termin morgen steht. Wird mir bewusst, dass ich kein junger Mann mehr bin. Ich muss endlich anfangen, mehr auf mich selbst zu achten. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr ärztlich untersuchen lassen. Sir, Sie haben die besten Ärzte der Welt. Das ist furchtbar nett. Aber ich brauche jemanden, der auf mein Haus aufpasst. Wer ist dieser Kerl, der dauernd Mist baut und Chaos verursacht? Homer Simpson, Sir. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der bestens dafür geeignet wäre. Dad, müssen wir hier hinten fahren? Hey, was ist cooler als ein Choo-Choo-Zug mit Lollis drauf? Hey, Babys, wohin fahrt ihr in eurem Babyzug? Nach Babyhausen? Lasst euch nicht ärgern, die sind bloß neidisch. Hey, Fettsack, wohin fährst du in deinem fetten Auto? Nach Fettingen? Diese Stadt gibt's nicht. Ich habe meine Rechnungsadresse angegeben, das Gültigkeitsdatum und... Also, sollte das Haus zu brennen anfangen, dann rufen Sie bitte diese Nummer an. Die ist ziemlich neu, aber gut. Sir, wir müssen los. Und machen Sie sich keine Sorgen, wir werden schon gut auf Ihr Haus aufpassen. Sieh mich an, ich bin ein Milliardär. Ich habe vergessen, meinen... Bezahlt. Wir waren bei den Beethoven-Babys. Das ist Mozart, du Dummkopf. Danke, dass ihr auf Maggie aufgepasst habt. Ich habe Homers Hochzeitstagsgeschenk bestellt. Muss schwierig sein. Ja, wie große Manschettenknöpfe braucht ein Elefant? Also zunächst mal hätte ein Elefant keine größeren Manschettenknöpfe als normal. Nur die Manschetten wären größer. Mhm. Und für Homer habe ich eine Kiste seiner Lieblingssnacktörtchen bestellt. Von Dolly Mac.
Oh, du meine Güte, dieses Schlafzimmer ist so groß wie unser ganzes Haus. Ja, und das Bett muss niemals gemacht werden. Pass auf! Ist aber ziemlich verschwenderisch. Verschwenderisch und praktisch. Ein automatisches Anziehgerät. Jetzt pass mal auf, Marge. Madison. Marge, das ist nicht Dolly Madison. Das ist Sassy Madison. Halb so wild. Homer ist es egal, wo seine Cupcakes herkommen. Sassy Madison ist eine Dating-Seite für verheiratete Menschen, die Lust auf ein neues Dessert haben. Sieh dir mal ihre Webwerbung an. Damit bin ich stadtfein und ausgefertigt. Mach die Tür zu. Wow, er hat... Wenn Sie den Neuen oder die Neue nicht gut genug kennen, ist es auch kein Fremdgehen. Ich habe gerade alle meine persönlichen Daten auf diese Webseite geladen. Das heißt, du wirst jetzt von jedem Loser dieser Stadt angegraben in dieser sämtliche Nancy Drew-Krimis. Sogar den umstrittenen Schlüssel in der Uhr. So viele Schwüre. Ich bin Nick Alkinen Junior. Ich bin Prinzessin Margaret. Ich bin betrogen. Haben Sie einen Tumor? Es ist nichts Ernstes. Lassen Sie Chili weg und Sie werden wieder gesund. Stadt gibt es so viele Loser wie in Mexiko Leichen ohne Kopf. So viele unglückliche Männer. Das ist traurig. In deinem Netz tappeln ganz schön viele Fische. Vielleicht sollte ich heiraten, damit ich die daten kann. Selma, Fremdgehen ist eine Sünde. Genauso wie es eine Sünde ist, nicht auf eine private Nachricht. Ich muss nämlich jede Menge schmieriger Gentlemen höflich abblitzen lassen. Du siehst dir nochmal den Werbespot. Lachen Sie nicht, Fidel. Ich habe mit Ihnen in einem Wagen gesessen. Und weiter. Sozialversicherungsnummer 000-000-002. Der verdammte Roosevelt. Todesursache der Eltern? Sie waren mir im Weg. Mom, Bart schneidet mir gemeine Fratzen. Glaube ich. Hört nur, wie laut ich hier Ich liebe Zeichentrickfilme. O Herr, mögen deine Kopplungen für immer halten und möge dein Todmannschalter niemals benutzt werden. Amen. Und jetzt bringen wir diesen Zug für Homers Hochzeitstag an den Start. Doch zuerst Werkzeugprobelauf. Oh, noch einer und ich bin fertig. Ich finde es eigentlich alles ein bisschen umständlich für einen einfachen Hamburger. Ich weiß zwar, wofür die anderen 11 Gabeln da sind, aber was bitte macht man mit der hier? Bitte, Marge, ich nehme an, damit kann man sich am Popo kratzen. Sei nicht so ordinär. Oh, ein wahrer Lebensretter. Mann, das ist vielleicht dein Leben. Hör auf! Lieber Geiler aus Glendale, tut mir leid, aber ich möchte meinen wunderbaren Mann nicht betrügen, der in der angehängten PDF-Datei beschrieben wird. Willkommen in meinem Papierkorb. Hi, Homie. Mir ist was Verrücktes passiert, als ich dein Hochzeitstagsgeschenk bestellt habe. Versau die Überraschung nicht. Tu so, als hättest du es vergessen. Hochzeitstag? Ist der bald? Ja, und es ist ein Runder. Hast du es vergessen? Auf damit! Zigarren sind was für reiche Leute und legendäre Komödianten wie Bill Crosby und David Letterson. Hoppla, ich hab vergessen zu schwenken. Homer, hast du mit einem Engländer Mr. Burns Schnappschrank aufgebrochen? Bitte, Marge, hör auf, die Engländer zu verunglimpfen. Es gibt auch sehr nette wie Tom Jones. Aber ein Haushüten ist ein heiliges Hey! Hör auf zu schwenken, Homer. Entschuldige mal, ich habe... Ich bin darauf fokussiert wie ein Laser. Laser, ein witziges Wort. Das ist Loser mit einem A. Ich hab nichts gegen Loser, das ist ein feiner Zug von mir. Oh, apropos Zug, wo glaubst du das? Ha! Die Überraschung ist sicher. Die Freude auf ihrem Gesicht wird unbezahlbar sein. Mag vergessen, aber an die genaue Anzahl der Schweinekoteletts im Gefrierfach erinnert er sich. Aktuell 0. Lange
lange und hart für dieses Haus gearbeitet. Und das lasse ich mir von niemandem wieder wegnehmen. Nicht von dir, seinem rechtmäßigen Besitzer oder sonst jemandem. Aber noch etwas. Wenn ich doch... Vermittlung, geben Sie mir Thailand. T-I und so weiter. Homer, wen rufst du an? Einfach alle. Ich habe Burnsys Adressbuch gefunden. Ich habe die New York... Einer von diesen Cyberschleimern hat zurückgeschrieben. Danke für Ihre Nachricht. Sie wirken zu nett für diese Seite. Warum sind Sie hier? Eine gute Frage. Ich habe gedacht, ich kaufe Snacktörtchen. Das ist echt süß. Wirklich, wirklich süß. Sie sind über 18, oder? Interessiert zu sein als mein Mann. Ich weiß, wie es ist, wenn einem keiner zuhört. Bitte ignorieren Sie jede Vernunft und führen Sie diese... Jenkins angerufen und hab sie beschimpft. Dann habe ich die Königin von England angerufen und gefragt, wie es ihr geht. Und soeben wollte ich... Du treibst Mr. Burns' Telefonrechnung in die Höhe. Augenblick, Marge. Hallo? Thailand? Wie läuft's bei euch am anderen Ende? Ihr habt vielleicht eine komische Sprache. Und dann redet ihr auch ohne Punkt und Komma viel zu schnell. Hä? Homer, du musst aufhören, so zu tun, als wäre das hier dein Haus. Du bist nun mal kein Milliardär. Musst du meine Luftschlösser kaputt machen, Marge? Ich will doch...